Die Ähnlichkeit ist nicht wirklich frappierend, aber an ihrem vertrauten Umgang miteinander ist schnell zu merken. Roland Kaiser und seine Annalena sind Vater und Tochter und seit neuestem auch Geschäftspartner. Gemeinsam gründeten sie eine Managementfirma. Sie ist der operative Chef in dem Unternehmen und wenn sie mich braucht, dann fragt sie mich, wenn ich helfen kann, helfe ich. Doch steigt so nicht auch die Familienzoff-Gefahr im Hause Kaiser? Als die heute 23-jährige Annalena auf die Welt kommt, ist ihr Papa Roland Kaiser schon längst ein großer Star in Deutschland. Seinen Durchbruch hat er schon Ende der 70er Jahre mit Hits wie Santa Maria. Santa Maria, den Schritt zu wagen. Seither hält sich der heute 70-Jährige fast unerschütterlich in dieser kurzlebigen Branche. Nicht nur 70 Jahre Erfahrung, Lebenserfahrung, auch 50 Jahre Musikbranchenerfahrung. Ich glaube, da kann ich für mich einfach extrem viel mitnehmen. Und ich höre auch gerne auf ihn und auf seine Ratschläge und bin da auch sehr dankbar für. In der seichten Schlagerwelt schaffte es Roland Kaiser, sich ein vielschichtiges, tiefgründiges Image zu kreieren. Ein Philosoph gefangen im Körper eines Schlagersängers, schrieb eine Zeitung mal. Doch trotz aller Showerfahrung gibt es Bereiche, in denen Roland an seine Grenzen gerät. Und genau hier soll Tochter Annalena aushelfen. Ich sage das böse Wort laut, Social Media. Da ist natürlich, sie ist in dieser Branche groß geworden, sie hat studiert. Ich habe gemerkt, sie ist kein angestellter Typ. Sie ist jung, quirlig, sie hat Ideen, sie ist zielstrebig. Da kommt, dann lass uns das machen und ich will, dass sie eine Existenzgrundlage kriegt. Wenn die Tochter den Vater managt, gibt es immer auch die Gefahr, dass man beruflich Strittiges ins Privatleben trägt. Ich habe einen Dickkopf. Ich würde sagen, sie hat einen Dickkopf. Wir haben vielleicht beide einen, aber ich glaube, dass ich etwas biegsamer bin. Annalena wird sich in Zukunft darauf konzentrieren, neue Talente aufzubauen. Ihr Vater hat seine eigene Karriere im Blick. Am 2.9. erscheint sein neues Album Perspektiven. In seiner neuen Single Es ist okay schaut er auf seine beeindruckende Karriere zurück. Mit 70 sieht er sich noch längst nicht am Ende seines Weges. Es ist alles okay.